der wird auf den Sack gehen. Die sind alle so aggressiv hier. Ich will doch einfach nur ein schönes Arbeitsklima. Ach, nicht schon wieder. Oh, hier ist grün. Grün ist cool. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Jetzt kommen die nämlich alle auf mich. Oh, fuck. Ach, egal. Ja, immer noch treffen, dann war's das. Ah, scheiße. Hey, die wollte ich nicht. Genau, so wollte ich das machen. Wo ist Trunks? Hier ist Trunks. Ich brauche immer noch ein bisschen Blutvorrat hier. Damit ich immer noch schön meine Fähigkeiten rausspammen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann will ich das ja auch. Moment, wo bin ich jetzt eigentlich gekommen? Shit, ich habe mich verlaufen. Okay, hier, Arbeitsklima. Speichern. Das Gebäude ist riesig. Fangen wir mal an, rechts durchzulaufen. Schon wieder irre. Ist das wenigstens offen? Ja. Gut, da kann ich also einfach so hier weitergehen. Gucken wir mal hier. Das ist zu. Das ist verriegelt. Nicht einfach nur zu, das ist verriegelt. Oh. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort, by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things, I believe I shall accept. If nothing else, it will provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction so that I may move more expeditiously toward a cure. Oh, oh, das war's. Super. Haben wir alles wieder ange... Oh Gott, nein. Ah, scheiße. Jetzt kommen die anderen auch noch, ne? Ja, genau. Wie jedes Mal. Gehören welche nicht glücklich? Hier, genau. Wir wollen mal... Aua. Ach, egal. So. Das ist das Schlimmste eigentlich. Na, haben wir's? Super. Oh. Das ist jetzt unschön. Da fehlt mir mal einer. Muss ich jetzt auskotzen? Aber bevor die sich auskotzen, brauche ich wieder einen neuen Vorrat. Was ist bloß mit den Dingern hier unten? So. Jetzt hat man gleich viel bessere Atmosphäre. Sobald man hier ist, dann denkt man, hey, ja, ist alles okay. Aber wenn man hier drin ist, da spürt man den Raum regelrecht. Was ist jetzt... Oh, aha. Das ist eine Falltür. Was haben wir denn hier? Chaos, wie auch der Geist, kann nur durch die Wissenschaft verstanden werden. Ordnung dagegen ist immer nur so gut wie die Wahrnehmung derselben Zeit. Zeit ist der Schlüssel, der die zwei verbindet und Zeuge wird, wie sie kommen und gehen. Okay. I have accepted the role of Primogen for Clan Malkavian,
the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure of old, or poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance, when it should concern itself with the science behind their suffering. No matter, for I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, oh, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand-tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempters. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all-pervasive theme in this society of darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. Of darkest night. Nicht. Oh, ist immer noch nicht an. Einmal, zweimal. Moment mal. Jetzt ist alles aus. Jetzt ist das an. Jetzt ist es nur halb an. Das an. Das linke an. Das ist halb an. Nehmen wir das. Oh. Es geht. Oh Wunder, es geht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wo ist denn das? Ja, das ist hier unten, oder? War das hier? Oder war das hier oben? Nö, hier oben war es nicht. Wäre ungünstig. Hier gibt es ja die Falltür. Ah, hier muss ich lang. Hallo. Genau. Ah ja, gut. Ich hab mich schon gewundert, hä, wo geht's jetzt da gegenüber hin? Aber nee, das war ja die Treppe. Beziehungsweise die Leiter. Oh shit. Hier muss man jetzt sehr, sehr, sehr aufpassen. Weil. Ach du meine Fresse. Au, 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 au. Kann ich hier denn nirgendwo durch? Ja doch, ich kann einen bestimmten Weg durchgehen. Moment. So, und zwar gehe ich hier geradeaus durch. Ah, ich kann hier durchgehen. Ist mir vorher nicht wirklich aufgefallen. Ah. Die Hebel müssen oben sein, oder? Ja, oben. Alle Hebel müssen oben sein. Ah, da kann ich jetzt ein bisschen schneller laufen. Damit das Ganze mal ein bisschen zu einem Punkt kommt hier. Ich glaube, das dürfte es fast alles gewesen sein. Bis auf den. Und jetzt. Buff. Moment, erstmal gucken. Eins oben, eins oben, eins oben, eins oben. Hier ist nichts, der liegt unten. Eins oben, eins oben. Okay. Gut. Was ist das denn? Ah. Die geheime Tür neben der Treppe. Was habe ich denn jetzt abgeschlossen? Sie haben gerade Grouts Anwesen betreten. Irgendwas daran ist merkwürdig. Ach nee. Alles an diesem Anwesen ist merkwürdig. Irgendwie nett und schön und so. Aber merkwürdig. Indeed. Nee, hier nicht. Da war. Okay, wer die greift mir das dann wieder an da? Das mag ich nicht. Okay. Sind wir ja ziemlich konsequent durchgelaufen jetzt gerade.
Und es geht weiter im Irrenhaus. So, so lässt sich... Okay, Gott. Weil hier sieht man, was hinter einem ist, hier aber nicht. Das macht mich wahnsinnig. Oh, Mann. Aber ich werde dann sowieso gleich kämpfen. Von daher gehe ich wieder in die Third Person an sich. Aha. Bisschen Blut an die Wände. Oh Mann, okay. Wie könnt ihr einfach so die Musik lauter machen? Da geht was in mir vor. Bitte, bitte geh auf. Oh yeah. Was haben wir denn hier drin? Blutbeckeln, Blutbeckeln, Blutbeckeln. Sonst nichts allzu Interessantes. Nur ein paar Kisten. Die große kann man zum Beispiel nicht mitnehmen. Nee, nee, auch nicht. Da geht's aber auch nicht nach draußen. Aber es wird endlich mal fortschrittlicher. Frequently, in conversation, I will hear voices emanating from other vampires. Voices that are not their own, but which seem to have insight into their lives beyond what I could gather from simple conversation. Das ist ja cool. Voices seem to echo from deep within my fellow vampires, and I cannot be certain if this symptom belongs to my strain of illness or theirs. For the voices are various and inconsistent. I dare not mention this symptom to my vampiric peers, for they proven themselves true predators to whom I could be loath to reveal any sign of weakness. Indeed, ja these cool. Voices have counseled me against confessing their presence, and until I can confirm their source, I will listen. The information the voices have given me ranges from curious to frightening. The latter case is especially true of one powerful vampire whose name I shall not commit to recording in the interests of self